Peace, was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Marco Boom. Ich wollte euch mal nette Grüße aus Bayern dalassen. Wie ihr seht, ist das der Hammer. Hey, wir sind mitten im Skigebiet. Hinten ist so eine Hütte. Ich weiß gar nicht, da oben, ob man die so sieht. Sonst haben wir nichts. Wir haben hier richtig schön tiefen Schnee. Stimmt, 1,5–2 Meter. Locker. Es ist schon... Susi ist auch mit dabei. Susi, komm her. Komm. Komm mal her. So, hier ist Susi. Fühlt sich pudelwohl, die kleine Maus. So, meine Freunde. Ich hoffe, der Fokus sitzt halbwegs. Sorry für schlechte Bild. Ich habe nur das Nötigste an Equipment mitgenommen. Wie ihr seht, sind wir tief in den Bergen. Wir sind mitten in Bayern. Ja, wir sind hier einfach mal zur Rosengasse, heißt das Ganze, glaube ich, gefahren mit Freunden. Haben jetzt hier ein bisschen Spaß gehabt. Ich wollte einfach mal ein bisschen in den Schnee. Ihr wisst, in Berlin ist immer kein Schnee. Ich nehme jetzt mal die Sonnenbrille ein bisschen ab. Ist ein bisschen hell hier. Ja, und ihr seht, also wir haben hier bestimmt 1,5–2 Meter Schnee. Bestimmt. Was denkt ihr, wie hoch Schnee hier liegt? 2 Meter, habt ihr gehört? Ja, wir sind hier mit unseren Hunden. Susi ist auch dabei. Susi! Susi, komm her! Susi, komm her! Sag mal hallo, mein Schatz. Komm mal hier. Komm mal, sag mal hallo. Hallo! Sie fühlt sich hier natürlich pudelwohl. Ja, wir spielen hier ein bisschen. Das ist echt genial. Da oben sind so kleine Hütten. Mit dem Auto kann man hier nicht hochfahren, wie ihr seht. Wir stampfen hier durch. Ja, ich dachte mir jetzt einfach mal ein bisschen was anderes als immer nur die Aquarienvideos. Ihr wisst Bescheid. Ja, leider habe ich keine Skier und ich habe keinen Schlitten. Warum? Weil meine Frau ums Verrecken keinen Schlitten mitnehmen wollte. Ja, passt nicht ins Auto. Gut, hat er auch nicht, aber es war halt belastend. Ne? Hätten wir jetzt einen Schlitten, könnten wir hier schön runterrodeln. Aber was soll's. Die Gegend ist einfach genial. Ich zeige euch jetzt mal ein paar kleine Einblicke. Wie ihr seht, sind wir hier im tiefsten Nichts. Das ist so genial. Es ist einfach vollkommen geil. Die Einsamkeit, ja. Das ist nicht so wie Berlin. Mann, ich sag euch, wenn ich irgendwann nicht... Oh, fuck! Scheiße, war ein bisschen tief. Ich zeig euch jetzt mal zu Demonstrationszwecken, wie tief das hier ist. Guckt mal da unten hin. Das ist jetzt nur ein Teil. Wenn ich jetzt Donner drücke, dann seht ihr... Dann sack ich noch weiter ein. Zum Glück habe ich schöne Winterstiefel, meine Freunde. Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich vor, hier in Bayern den ein oder anderen Laden noch mit abzuklappern. Mal ein bisschen heller machen hier. Aber das wurde nichts, weil unsere Zeit dann doch sehr knapp bemessen war. Scheiße, ich rutsche weg. Sorry, die Kraftausdrücke. Ja, hier oben ist so eine kleine Kapelle gerade. Das ist halt wie überall in Bayern. Die sind halt sehr gläubig hier. Und guckt euch doch mal die Gegend an, Freunde. Das nenne ich doch mal Urlaub. Muss nicht immer Ostsee sein oder weiß ich nicht, Malediven oder weiß der Teufel was. Ja, ein bisschen schön Schnee. Oi, oi, oi. Was macht ihr? Willst du den Tra? Nimm, macht gleich mit ihr das Gleiche. Ich zeig euch nur mal die Hunde. Susi! Susi! Ey, du doofe Nuss! Du musst doch wieder hoch! Komm! Komm, meine Maus! Komm! Ich hol dich jetzt nicht, du alles Wiesel! Komm! Ja, nee, wie du geworfen hast, leider nicht. Aber Susi halt. Los, Buckel hoch, mein Schatz. Ah. Ihr seht mal, wie weit sie weg ist. Die Nuss, die hat da einen Stein oder so probiert. Oh, Fokus, Fokus! So, die hat probiert, einen Stein zu holen oder so. Ein Leckerli, ein Frohlig. Oh, ist das fies. Ja.
Ich werde jetzt gleich nochmal zu der kleinen Kapelle hier gehen, dann zeige ich euch die auch nochmal. Kommst du hoch? Ich zeig, pass mal auf. Ja, wahrscheinlich er hilft dir. Kommt dir zu Hilfe. Komm hoch, Susi, komm. Jetzt jammert das Wiesel. Was Sie sehen, das ist ein wildes Bayernwiesel, ein Schneewiesel. Die schafft es schon, komm. Ich muss sie gleich trocken machen auf jeden Fall, dass sie sich nicht erkältet. Los, kämpf, mein Schatz, gutes Mädchen, hey. Komm, Papa, komm her. Ja, komm her, Susi. Fein, gut gemacht. Ihr seht, wir haben hier mega Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß. Alter, Fokus, jetzt. Michel, ich gehe nochmal hoch zur Kapelle. Ich zeige euch jetzt mal die Kapelle. Oh, es ist ein Gestapfe hier, Freunde. Ui. Scheiße, ich bin schon wieder eingesackt. Ach, auf einmal? Ja, du doofe Nuss. Guckt euch, ey, Mann, Leute. Ich fühle mich hier so übertriebenst wohl. Also wenn ich die Chance habe, irgendwann mal aufs Land zu ziehen, Richtung Berge, dann bin ich aus Berlin raus, könnte sicher sein. Mal gucken, vielleicht hitten wir ja, upsala, irgendwann mal die Miller-Abonnenten in 20 Jahren. Scheiße! Und dann bin ich weg aus Berlin. Ach, guckt euch das an. Ich habe eine Bank gefunden. Hier sind wir in so einer kleinen Bergkapelle. Ach, mein Hund stopft mich schon wieder hinterher. Ich werde gleich noch mal die Kamera schwenken, werde euch so ein bisschen die Aussicht genießen lassen. Es ist einfach traumhaft, Leute. Los, geh Frauschen. Los, geh Frauschen. Oh, dieser Hund. Hier liegt so hoch Schnee, dass ich mit nur einem Schritt bis zu den Knie im Schnee bin. Susi, komm! Oh, jetzt muss ich mal auf meinen Hund warten. Komm, mein Schatz. Komm. Ah, Scheiße, Freunde. Oh, fuck. Ich kann hier kaum richtig laufen oder irgendwas machen. Oh. Guckt euch das an. Oh. Jetzt guckt euch die Gegend an. Ah, ist ein bisschen überbelichtet, wa? Oh, so. Guckt euch das an. Ich zeige euch jetzt einfach nur mal ein paar kleine Einblicke. Es soll ja nur ein kurzer Vlog sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich wünsche euch allen noch ein tolles Wochenende, meine Freunde. Beziehungsweise das Video wird wahrscheinlich frühestens Sonntag online kommen. Ich muss jetzt sehen, dass ich runtergekrackelt kriege. Wir wollen gucken, dass wir uns da unten irgendwie einen Schlitten leihen können. An dem Gasthof oder von irgendeinem Gast. Und da mal ein bisschen Schlitten fahren. Also, meine Freunde, peace, adios. Ich bin raus. Ich wünsche euch eine tolle Urlaubszeit, einen tollen Urlaub, was auch immer, wo ihr seid. Und ein schönes Wochenende. René Haut. Susi, geh Fröschen. Das ist der Hammer, Freunde. Und guck mal da ganz oben. Das ist auch was. Und da hinten? Das ist meine Frau. Gefilmt, haha!